Guten Tag und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um die Ester und Anhydride der Phosphorsäure. Um dieses Video gut verstehen zu können, solltet ihr einige wichtige chemische Begriffe bereits kennen. Was ist Phosphorsäure? Welche Summenformel hat sie? Und in welcher Strukturformel kann ein Molekül der Phosphorsäure dargestellt werden? Es wäre schön, wenn ihr bereits wüsstet, was Monoester und Diester der Phosphorsäure sind. Außerdem solltet ihr mit dem Begriff des Anhydrids einer Säure vertraut sein. Und ihr solltet wissen, worum es sich bei Phosphorpentoxid handelt, P2O5, auch häufig mit der Formel P4O10, welche korrekter ist, versehen. Denn um dieses Phosphorsäure-Anhydrid geht es eben in diesem Video nicht. Gliederung. Erstens, Bildung von Phosphorsäureestern. Zweitens, Phosphorsäureester im Organismus. Drittens, zyklische Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com